Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Mounts, die wir uns aus dem neuen Mega Dungeon Tazavesh erspielen können. Und ja, ich hatte schon ein bisschen Glück bzw. ein bisschen Aufwand reingesteckt und habe mir beide Mounts hier aus dem Dungeon schon geholt. Auf dem ersten von beiden sitze ich hier schon auf der Gleitscheibe von Tazavesh. Ihr seht, ist ein relativ cooles Mount. Wir machen gleich mal hier das Interface aus und schauen uns mal das Mount Special an. Ihr seht, wir sind auf dieser Scheibe und können hier so ein paar Loopings absolvieren. Macht auf jeden Fall was her und das Ganze erinnert uns, na klar, an die Mage Scheibe aus Legion. Die sieht so ähnlich aus. Hier natürlich ein bisschen eine andere Gestaltung, aber jetzt dementsprechend für alle Klassen so eine schicke Scheibe. Jetzt ist es so, dass wir zwei Scheiben haben, und zwar geben wir jetzt hier mal Tazavesh ein. Wir haben einmal die Gleitscheibe des Kartellmeisters und dann haben wir die Gleitscheibe von Tazavesh. Die Gleitscheibe des Kartellmeisters sieht fast genauso aus. Man hat hier einfach ein bisschen die Farbgebung der Platte geändert. Die ist so ein bisschen dunkelbräunlich-gräulich, würde ich jetzt mal behaupten. Und die andere, wo ich eben drauf war, die ist eher so im hellbraunen Bereich. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Man hätte vielleicht lieber die Farbe des Feuers ändern sollen. Dann wäre das Ganze eine coolere Sache gewesen, weil von der Scheibe an sich so viel Unterschied sehe ich da jetzt ehrlich gesagt nichts in dieser kleinen Farbnuance. Okay, gut, soweit zu dem Aussehen der Scheiben. Jetzt schauen wir uns mal an, wo es die gibt. Als erstes haben wir die Gleitscheibe des Kartellmeisters. Diese Gleitscheibe bekommen wir von dem Boss Solea. Und Solea ist, wer hätte es sich gedacht, einmal der Endboss hier im Dungeon. Wir haben hier im Dungeon relativ viele Bosse. Ihr seht, wir sind jetzt hier nur auf einer Ebene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auf anderen Ebenen haben wir tatsächlich dann noch mehr Bosse. Zum Beispiel haben wir hier noch einen 7. Boss, hier einen 8. Boss, hier einen 9. Boss. Also da sind einige, ich glaube, 9 Bosse waren das hier in der Instanz, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Es ist auf jeden Fall einiges zu tun, deswegen ist es auch ein Mega-Dungeon. So, wenn ihr jetzt hier noch nie wart in Tazavesh, wie kommt ihr hierher? Wir sind nämlich einmal hier etwa in Tazavesh, da müsst ihr einmal eine Prequest starten, die startet in Oribos und zwar startet die hier im Gasthaus und da müsst ihr dann einfach, ja, weiß ich nicht, was sind es, 10, vielleicht 15 Quests, ist eine ganz lustige Questreihe und am Ende werdet ihr hier hingeflogen und dann könnt ihr euch hier auch, das wird leider jetzt hier nicht angezeigt, aber dann habt ihr etwa hier so einen Flugpunkt, wo ihr von Oribos auch hinfliegen könnt und gut ist, ihr müsst die Questreihe nicht machen, ihr könnt euch von anderen Leuten, die die Questreihe schon gemacht haben, auch dahin porten lassen, da ist einfach ein Ruhestein wie vor jeder Instanz und dann könnt ihr das Dungeon machen. Der Endboss hat eine Drop-Chance von 1,9%, die Scheibe zu droppen. Ich habe jetzt tatsächlich nach 3 Runs mir die Scheibe geholt, war eine recht lucky Sache. Ich habe zweimal den Hard-Mode gemacht und dann, da ich jetzt geartechnisch hier nichts mehr brauche, beim dritten Mal einfach eine Gruppe gesucht, die beim Endboss ist. Es war ein bisschen ein Hackmeck, weil in der Instanz muss man tatsächlich ein bisschen Mechanik spielen. Ich werde nachher vielleicht auch nochmal ein bisschen was eingehen von den Bossen, was ihr vielleicht wissen solltet, was ganz praktisch ist. Und wenn man manche Movement-Sachen nicht macht, wird es schwierig hier in der Instanz. Ich habe beim dritten Mal tatsächlich das Mount gekriegt, hatte sehr, sehr Luck. Ich hoffe, ihr habt natürlich auch dieses Luck bei dem Drop-Mount beim Endboss. Das kriegt ihr sowohl im Mythic als auch im Mythic Hard Mode. Also es gibt hier auch einen Hard Mode, den müsst ihr aber speziell auslösen. Darauf werden wir auch gleich noch eingehen. Deswegen befinden wir uns hier auch schon in der Instanz. Also heißt, das erste Mount hier müsst ihr halt einfach x-mal reingehen, bis ihr es vom Endboss gedroppt habt, egal ob im Mythic-Modus oder im Mythic-Modus im Hard-Mode. Später wird die Instanz irgendwann mal geteilt. Ich kann euch nicht sagen, ob es dann irgendwann in späteren Patches, wenn ihr das Video dann seht, auch in anderen Schwierigkeitsgraden gibt. Da müsst ihr einfach hier in dem Ding reinschauen, in dem Browser, und dann könnt ihr wahrscheinlich hier HC, NHC und was es dann alles geben wird, umstellen. Gut, dann schauen wir uns das zweite Mount an. Das ist jetzt ein bisschen trickier tatsächlich, und zwar die Gleitscheibe von Tazavesh. Hierfür müsst ihr einen Erfolg abschließen. Und dieser Erfolg schimpft sich, gut gefälscht ist halb gewonnen, und der ist unter der Kategorie Dungeons von Shadowlands. Ich habe den hier einmal schon abgeschlossen. Ich habe das gleich in der ersten Woche gemacht, wo die Instanz rauskam. Und was müssen wir dafür machen? Besiegt Zual in Tazavesh, dem füllten Markt, auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr bei der Verwendung gefälschter
Legitimation erwischt wurdet. Okay, Leute, schwieriges Wort, Legitimation. Jetzt bringen wir es flüssig raus, aber es hat ein bisschen gedauert. Gut, das müssen wir machen, dieses Achievement. Und da gibt es dann direkt die Scheibe. Heißt, das eine ist halt Dropshaws und das andere ist Achievement. Was müssen wir für das Achievement machen? Wir müssen einmal die komplette Instanz im Hardmode durchspielen. So, jetzt fragt ihr euch, okay, wie löse ich den Hardmode aus? Ihr müsst als allererstes einmal in die Instanz reinlaufen. Hier kommt ihr etwa raus, wenn ihr das erste Mal in die Instanz reingeht. Ne? Und dann haut ihr ein bisschen Trash um. Hier ist der erste Boss. Killt den ersten Boss einfach weg. Und dann seid ihr hier, wo ich bin. Ne? Also ihr könnt euch da nicht großartig verlaufen. Also hier ist der erste Bossraum und da hinten ist der Eingang der Instanz. So, wir laufen jetzt quasi hier rein. Erstmal im Non-Hard-Mode, weil ihr könnt ja den Hard-Mode nicht starten. Und zwar laufen wir hier hinten hin. Hier, jetzt sind wir hier auf den Koordinaten 69, 43. Und bei diesem Typen blättert ihr ganz hinter. Und bei euch müsste dort ein blaues Item sein, und zwar ein blauer Hals. Diesen blauen Hals müsst ihr euch kaufen, denn wir müssen diesen blauen Hals upgraden zu diesem epischen Hals. Ne? Der hat verschiedene Itemstufen. Ich habe jetzt die höchste, die 226 beträgt. Und mit dem Hals können wir uns in so einen Mittler verwandeln. Der kann übrigens nicht springen, was ein bisschen nervig ist. Und mit diesem Mittler können wir nämlich dann den Hardmode tatsächlich auslösen. So, jetzt drücken wir das wieder weg, das brauchen wir nämlich nicht. Und sobald ihr nämlich von dem NPC da hinten den Hals gekauft habt, dieses blaue Teil, lauft ihr hier weiter. Jetzt haben wir hier auch ein paar Mobs. Ich würde... Oh, boah, jetzt habe ich die gepult. Ich kann Shadow melden. Ich hoffe, das wird nicht in die Hose gehen. Okay, die porten sich. Das wird interessant. Also, ihr seid wahrscheinlich dann hier in der Gruppe drin, wenn ihr das macht. Die Shadow melden wir jetzt weg. Alles easy. Genau. Und dann ist es so, dass ihr hier hinterlaufen müsst. Wo ich bin. Und zwar bis hierher. Und zwar, wir sind jetzt hier oben vor dieser Tür, ne? 42, 30 sind wir jetzt. Und jetzt ist es so, dass wir hier diese Tür aufkriegen müssen. Diese Tür ist normalerweise versperrt. Dann können wir diesen Typen anquatschen und sagen ihm quasi das Passwort. Das ist aber am Anfang immer falsch. Also alle Möglichkeiten, die ihr auswählen könnt, sind falsch. Um hier reinzukommen, müsst ihr ein bisschen warten. Dann könnt ihr den Typen anquatschen. Der verkauft euch was. Wenn ihr das anklickt, droppt es hier unten an den Boden. Und dann beginnt so ein kleines Tauschspiel. Ihr müsst das Ding aufnehmen. Das ist dann immer irgendein bestimmtes Ding. Zum Beispiel, es ist ein Brot. Und das Brot müsst ihr dann hinbringen zu einem, der halt das Brot brauchen kann. So ein Bäckerladen. Der gibt euch dann ein weiteres Item. Ein Fläschchen. Dieses Fläschchen müsst ihr dann wieder bringen zum Alchi-Typen. Der gibt euch ein anderes Teil, irgendein Relikt, das müsst ihr dann zu diesem Relikt-Typen bringen. Und das geht dann halt immer so hin und her. Inzwischen spawnen halt Mobs, die müsst ihr töten und hin und her. Ne? Also das ist auch immer unterschiedlich, die Reihenfolge. Ihr müsst dann einfach so ein kleines Minigame machen. Und wenn ihr dann beim letzten angekommen seid, der verrät euch dann das Passwort. Und dann gibt es bei ihm hier eine neue Dialogoption. Und ihr könnt quasi da das Passwort ihm verraten und dann macht er hier die Tür auf, was bei mir schon der Fall ist, weil die Instanz hier bei mir einmal schon clear ist. So, dann laufen wir hier rein, laufen hier runter und dann müssen wir einmal, jetzt lasst mich mal gucken, ah doch, es ist schon da, wo ich dachte, bloß die NPC stehen nicht mehr da, weil ich das hier alles schon fertig habe. Hier in der Ecke müssten dann bei euch NPC stehen und wenn ihr die Halskette angelegt habt, die blaue Halskette, die ihr von dem NPC gekriegt habt, habt ihr eine Dialogoption bei dem Mob, der hier steht. Und der tauscht euch dann die Halskette, die blaue, um gegen eine epische, ich glaube 200er Item Level. Und mit dieser 200er Item Level Halskette könnt ihr euch auch schon verwandeln, wie ich mit meiner 226. Wenn ihr die hier anlegt, dann kriegt ihr von dem Mob auch noch gleich, wo ihr die Halskette gekriegt habt, eine Quest, dass ihr einmal durch die Instanz durch müsst. Und am Ende gibt es halt die epische Version, ne? Die ist tatsächlich gar nicht schlecht. Die Proc mit Stats war besser als meine 226er mit guten Stats und Sockel drauf. Also, wenn ihr aus dem Raid oder im Plus oder so da noch nichts habt, dann kann man das tatsächlich anziehen, ne? Für mich jetzt uninteressant, weil ich da mein Legendary habe, aber prinzipiell macht es tatsächlich Sinn. So, jetzt habt ihr die grundlegende Halskette. Wenn ihr jetzt den Hard-Mode starten wollt, dann müsst ihr aus der Instanz raus, resettet die Instanz. Manchmal kann das buggen, dann müsst ihr mit einem Char das resetten, der noch nicht quasi hier in der Instanz war. Dann stehen wieder alle Bosse und dann müsst ihr an den Anfang der Instanz. Und jetzt ist es wichtig, dass wenn ihr am Anfang der Instanz seid, dass ihr nicht loslauft, irgendwelche Mobs tötet, sondern, warte, kann ich hier durchstealthen? Ich hoffe doch mal.
dass ihr nicht irgendwelche Mobs tötet, sondern dass ihr erstmal alle in der Instanz drin reinlauft. Na gut, jetzt haben wir hier was geedit. Und dann müsst ihr diesen Hals benutzen, dass ihr zu diesem Mittler werdet. Ich bin mir nicht 100% sicher. Bis jetzt habe ich den Hardmod immer so gemacht, dass alle Leute diesen Hals hatten, also alle diesen Hals geholt haben. Mir wurde letztens erzählt, dass den tatsächlich nur einer braucht, um den Hardmod zu starten, weil die anderen dann mitverwandelt werden. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht sicher. Besser ist es, wenn alle quasi diesen Hals haben. So, den Shadow meldet mal wieder weg, den Kollegen. So, also ihr habt dann die Instanz zurückgesetzt. Ihr seht, dass es geklappt hat, dass hier die Türe zu ist und da oben die Mobs wieder stehen, ne? Und dann gibt es einen NPC, der müsste etwa... Wenn, dann steht er hier oder hier, der ist jetzt bei mir halt auch schon nicht mehr da. Und wenn ihr dann verwandelt seid, also sprich den Hals eingelegt habt und hier diesen Effekt drauf habt, dass ihr alle solche Mittlertypen seid, könnt ihr ihn anquatschen. Und dann passiert Folgendes, dann geht die Tür auf und die ganzen NPCs hier sind freundlich mit euch, ja. Und damit habt ihr den Hardmode gestartet. Ihr müsst dann nichts mehr bei irgendwelchen Bossen aktivieren, damit habt ihr den kompletten Hardmode der Instanz gestartet. Ihr werdet sehen, die Mobs sind freundlich und dann könnt ihr den ersten Boss, der hier steht, anquatschen. Und sobald ihr ihn angequatscht habt, werdet ihr aus dieser Mittlerphase rausgeschmissen und alle Mobs sind wieder feindlich. Bedeutet, ihr habt da ein bisschen das Problem, dass ihr nicht vorher den Trash wegmachen könnt, weil der Bosskampf gleich beginnt. Ihr habt den ersten Bosskampf, der ist dann hier in dieser... Also ihr könnt maximal bis hier hinlaufen, sonst addet ihr den Trash und ihr wollt den Trash nicht zu dem Boss im Hardmode reinadden. Böse Sache. Denn anders als im Normal-Modus habt ihr dann zwei Mobs hier. Und zwar normalerweise, wenn ihr im Normal reingeht, steht bevor der Boss kommt hier so ein Mob und der ist dann beim Kampf mit dabei. Genau, und dann könnt ihr im Endeffekt alle Bosse spielen. Die sind dann automatisch alle im Hardmode, wenn ihr den ersten quasi oder hier den ersten im Hardmode getötet habt und das gestartet habt. Und am Ende, wenn ihr den Endboss getötet habt, gibt es das Achievement und ihr habt 100%iges Mount. Ich werde jetzt als kleines Goodie noch ein, zwei Sätze zu jedem Boss sagen. Das ist kein Boss-Guide, weil dafür reicht in dem Mount-Video die Zeit weit nicht aus. Aber ich sage ein, zwei kleine Worte zu jedem Boss. Vielleicht hilft es euch ein bisschen. Hätte mir geholfen, wo ich jetzt das erste Mal drin war. Beim ersten Boss... Wichtige Ding, geht in eine Ecke, fokus den Typen mit weniger Life weg, der macht hier die ganze Zeit zu strahlen, es ist arschnervig, ihr könnt hier kaum rauslaufen, deswegen burstet den einen weg, geht in die Ecke, der macht so ein Schild um sich rum, der große Boss, und ihr müsst immer halt in der Seite angreifen, wo das Schild nicht ist, dann tut er auf einen so einen Debuff draufhauen, der muss dann in die andere Ecke laufen, wird dann CC'd und den müsst ihr aufhitten und der Boss läuft zu dem hin und tut vor euch alle schreddern. Wenn ihr jetzt hier in der Ecke standet oder hier stand der Boss, der Typ steht in der Ecke und der Boss läuft rüber und bleibt stehen, dann schreddert er euch tot. Also ihr müsst sofort zu dem anderen Spieler hinlaufen, nicht vorm Boss stehen und dementsprechend den raushitten, dann den Boss umhauen. Mit genug Schaden ist das kein Stress. Ihr dürft halt auf keinen Fall hier hinten rauslaufen. Es gibt sehr viel Movement-Zeug, wo man sagen würde, oh, ich würde gern weg, aber sonst addet ihr den Trash. Wenn ihr den Trash addet, ist Feierabend, ne? Das solltet ihr denn nicht machen. Dann zum nächsten Boss, und zwar, wenn ihr hier die Tür aufgemacht habt, könnt ihr quasi hier so ein kleines Bandspiel machen. Da muss sich jeder ein Instrument reinsetzen, ist ganz wichtig und oder ganz witzig auch. Und am besten sollte der Tank nicht in die Drums hocken, denn er kann sich da nicht mehr bewegen, habe ich das erste Mal gemacht. Und ihr müsst dann immer so einen extra Button drücken, auf dem Boden seht ihr dann vor euch so eine Linie und da müsst ihr quasi mit eurem Instrument langschießen, dann kriegt ihr so einen Buff. Im Endeffekt kommen dann Mobwellen am Ende. Dann kommt ein Boss, der kann halt absolut nichts, ne? Also ich glaube, den Fight kannst du gar nicht verkacken. Ich habe den jedes Mal First Try mit random Gruppen totgehauen. Der kann absolut nichts. Ist ein bisschen blöd. Muss halt ein bisschen warten, bis immer die Mobwellen kommen. Aber im Endeffekt ist der sehr, sehr einfach. Dann haben wir hier diesen Postmeister-Typen. Bei dem ist es so, dass ihr am besten euren Heiler auf die DDs backen lässt. Alle Damage-CDs poolt, die ihr habt und den Typen einfach wegburstet. Das ist wirklich das Einfachste, denn es gibt eine Phase, wo er im ganzen Raum so Poststücke verteilt und diese Poststücke müssen in ein Loch an der Wand zu ihm hingeschmissen werden. Also sagen wir, das ist dieses Loch an der Wand und er schmeißt diese Poststücke und ihr könnt die, wenn ihr die schmeißt und die fliegen auf den Boden, explodieren, die machen riesen Schaden. Ne? Also wenn das passiert, dann ist ziemlich schnell Feierabend. Ihr müsst die quasi von Spieler zu Spieler werfen und dann in dieses Portalloch rein, sodass die weg sind. Das sind halt irgendwie 10 Stück oder so. Es wird ewig dauern und die Range ist minimal, also ihr müsst dann so eine Kette bilden und das ist ein Riesenrotz. Oder ihr blastet ihn einfach weg. Also ich habe das ein, zwei Mal probiert, das mit der Taktik zu spielen.
Ja, wenn ihr ein bisschen Schaden habt, könnt ihr den einfach wegbursten, bevor die Dinger explodieren. Der legt die nach 20, 30 Sekunden und dann sind es irgendwie nochmal 30, 40 Sekunden, bis das Zeug hochgeht. Also ihr habt eigentlich genug Zeit, dass ihr den Boss einfach wegblasten kannst. Und so habe ich tatsächlich auch zweimal gespielt, einfach Boss weggehauen. Teilweise, wenn die alle gleichzeitig hochgehen, auch ein Death-CD, und habe dann mit Battle Rats einfach die anderen wieder gerettet und dann Boss runtergespielt. Also mit einer normalen Taktik ist der ätzend. Vor allem diese Pakete backen auch relativ oft, ihr könnt die gar nicht schmeißen. Dann hier der nächste große Menagerie, da einfach, es kommen ewig viele Voidflächen, ewig viel Zeug, wo ihr rauslaufen müsst, einfach aus allem rauslaufen und kommen nach und nach Bosse, die zerstören. Das Einzige, was vielleicht interessant ist, es gibt einen Buff, der auf dem Spieler ist. Wenn ihr so blaue Kugeln einsammelt, dann macht ihr mehr Schaden. Normalerweise müssen alle aus diesen blauen Kugeln raus, weil die ein bisschen ätzend sind, aber mit dem Buff macht ihr mehr Schaden, dann könnt ihr die Kugeln wegsammeln. Ist eine nette Geschichte. Dann so Azmi, bei dem ist es so, dass der den Raum im HC ist es in 4 Teile und nicht in 2 Teile teilt. Und hier ist es so, dass der Boss sich immer ein bisschen rumportet und hinter so wenn, also da gibt es quasi so einen Kreuz durch einen Raum, ne, das dann nach ein paar Sekunden kommt und er portet sich rum und ihr müsst ihn interrupten und ihr kommt zu dem Typen hin, indem ihr, ja, es gibt so fliegende Symbolchen, das ist glaube ich ein Dreieck, ein Kreis und ein Viereck und hier ist es so, dass ihr in so ein Symbol reinlaufen kann, dann kommt ihr immer an ein Gegenstück, also es fliegen 2 Dreiecke rum, 2 Vierecke und 2 Kreise und dann könnt ihr euch immer zu dem anderen porten und ihr müsst halt so euch porten, dass ihr schnell beim Boss seid und interruptet und wichtig, der macht einen relativ langen Cast, ihr müsst ihn sofort interrupten, denn er macht 3 Casts hintereinander und die Cast-Zeit ist von quasi allen Casts eine, ne? Und wenn ihr den ersten Cast, wir haben das am Anfang falsch gemacht, ganz late interrupted habt ihr für die zweiten und dritten Cast fast keine Zeit mehr und dann vibet ihr. Also das macht riesiger Schaden. Zusätzlich geht von diesen Symbolen auch noch so eine Wave aus, die man dodgen will und da macht man es einfach so, wenn hier dieser Kreissymbol ist und da geht die Wave aus, die wird immer größer halt, dann müsst ihr ins andere Kreisding rein und portet euch quasi in den Ursprung und dann habt ihr quasi diese Wave übersprungen. Mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Der ist ein bisschen nervig. Müsst ihr euch angucken, wenn ihr dran seid. Dann haben wir den nächsten und zwar wie viel der Boss ist denn das? Ich muss jetzt mal gucken. Das ist 1, 2, 3, 4. Nach dem 5. Boss, ne, kommt ihr in eine andere Phase, da seid ihr in Sturmheim, da müsst ihr hier in die Höhle rein. Versucht möglichst den Trash hier zu umgehen. Wichtig, es gibt hier so kleine Murlocs, die stellen Fischstäbchen auf, die heilen alle Mobs, riesen Big Pulls machen. Schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Die heilen alle wieder hoch. Schaut, dass ihr möglichst wenig pullt, hier in den Raum reinkommt und zu dem Hüllbrand kommt und bei dem ist es so, es kommen 3 kleine Ads. Es gibt ein Ad, das ist, glaube ich, so ein kleiner Zwerg, den müsst ihr auf jeden Fall kicken, weil der macht einen Haufen AE-Schaden. Wichtig, den wegfokus und es gibt 2 andere, die spawnen und die machen ein Schild auf ihn, dass er weniger prozentualen Schaden kriegt. Heißt, die Ads müssen halt vorher weg, vor allem das AE-Ad muss sterben und die Schild-Ads müssen halt weg, weil der Boss kriegt dann halt mit jedem Schild 20% weniger Schaden, war es, glaube ich, also macht keinen Sinn, auf den Boss da durchzuziehen. Dann gibt es eine Intermission, da muss ein Spieler hier auf so eine Kiste drücken, dann werden 4 Farben angezeigt und es sind genau die 4 Farben liegen hier rum, so Orbs, und die müssen dann hier an den Rand eingesetzt werden und zwar in der richtigen Reihenfolge. Läuft so, meistens habe ich das als Tank gemacht, klickt das Ding an und dann sehe ich, okay, die eine Orb muss hier rein, die Orb muss hier rein, die Orb muss da rein und die Orb muss da rein. Das ist halt immer random, ne? Und dann musst du das halt callen, welche Orb wo rein muss. Am besten tut man Marks hinstellen und callt es einmal, dann ist das relativ easy. Mit Voice ist es einfach, ohne Voice wird es schwierig. Wenn man eins falsch reinlegt, wird man kurz gestunt. Also theoretisch könnte man auch es einfach durchprobieren. Mit Voice ist besser. Dann der Drache hier, der kann eigentlich gar nichts. Das spawnt die ganze Zeit Ads. Die sollte man durch die Slow-Flächen ziehen, die hier random gespawnt werden. Und der Drache hat so einen Breath nach vorne raus. Den kann der Tank ausrichten und man sollte am besten jetzt mit dem Breath wegnatzen und gut ist. Und es sollte halt keiner im Breath drin stehen, das haut recht gut Schaden raus. Und der Schwanzschlag ist eklig, deswegen als Tank also nicht rundherum drehen, weil sonst natzt man seine Mitspieler weg. Das habe ich am Anfang ein bisschen falsch gemacht. Gut, und das Letzte, was wir haben, ist quasi der Endboss. Hier wird es jetzt richtig tricky. Da muss man tatsächlich koordiniert spielen. Da würde ich fast schon empfehlen, mit Voice zu spielen. Hier ist es so, man pullt den Boss. Es kommen am Anfang 2 Ads. Diese Ads sollte man schnell umhauen, denn
die porten sich immer mal wieder ein Stück raus und fangen den Cast an, der Schaden macht. Wenn er durchkommt, ist ätzend. Also es killt euch nicht sofort, wenn er durchkommt, aber das macht schon viel Schaden. Also am besten schnell wegbursten und die kommen immer wieder, diese zwei Ads, ne? Die muss man dann sofort interrupten, halt Range Interrupts oder schnell wieder ran, dass man die wegkriegt. Dann spawnt so eine komische Kugel. In diese Kugel, wenn man reinläuft, macht die allen Schaden. Die muss man aber wegsoaken, weil nach einer gewissen Zeit geht die hoch und im Endeffekt muss man die viermal soaken. Man kriegt aber einen Debuff für 2-3 Sekunden, dass man mehr Schaden bekommt. Heißt, man muss einmal rein in die Kugel, dann wird weggestoßen. Dann muss man 2-3 Sekunden warten, wieder in die Kugel rein, wird weggestoßen und muss dann halt die Kugel soaken. Wenn man zu lang braucht, wie gesagt, geht die hoch. Also wir haben es so gemacht, Tank macht 1, wartet kurz, macht 2, wartet kurz. Dritter Spieler, man wartet kurz, dritter Spieler geht rein, wartet kurz, vierter Spieler geht rein, sockt die weg. Das ist eigentlich die erste Phase. Und in der zweiten Phase, wenn du den Boss auf 40% runtergehauen hast, halte sich komplett wieder hoch, ist unangreifbar und bastelt lauter so Sterne hin. Und man kriegt, also Spieler sind dann mit Strahlen verbunden. Und quasi sind die Sterne hier random irgendwo im Raum. Und jeder muss sich hinter so einen Stern stellen. Und mit den Strahlen werden die Sterne zerstört. Im Normal-Modus kann man die einen Stern zerstören, nächsten zerstören und so weiter. Im Mythic müssen alle gleichzeitig zerstört werden. Und wenn nicht alle Spieler wissen, was sie tun, dann ist das ein Vibe, ne? Weil der macht die ganze Zeit Schaden und wenn es ewig dauert, bis man die Sterne zerstört, ist halt RIP. Und das muss man eins vormal machen. Und wann ist man, dann kann man den Boss wieder angreifen und dann kommen ewig viele AE-Flächen aus allen möglichen Richtungen, die man ausweichen muss. Das ist einfach ein Haufen Gedodge und halt wieder die Sternphase, wieder ein Haufen Gedodge und da muss man den Boss halt runterhauen. HT auf jeden Fall in der letzten Phase. Ist ein sehr cooler Fight, muss ich sagen. Fast schon Raid-Boss-Fight-like. Aber ja, das ist es soweit. Ich hoffe, so quickmäßig zumindest erklärt, wie gesagt, ist kein Boss-Guide hier das Ganze, sondern nur die Sachen, die mir vielleicht am Anfang ein bisschen geholfen hat. Genau, und wenn ihr dann den Boss besiegt habt, dann habt ihr dementsprechend einmal das Achievement und dann gibt es das Mount. Um es nochmal festzuhalten, ein Mount droppt halt random beim Endboss im Mythic Normal oder Mythic Hard Mode und das andere müsst ihr einfach einmal den Hard Mode durch und dann habt ihr beide Mounts. Gut, dann drücke ich euch die Daumen beim Nachspielen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und dann sehen wir uns beim nächsten Videoguide wieder. Euer Chela, bis dann. Ciao.